Eine volle Trömbrizner Stadthalle. Am 17. Januar veranstalteten die Fußballer des SV Traktor Schlarlach hier zum 6. Mal in Folge ein Benefizfußballturnier. Dabei stand der Spaß im Vordergrund, was schon an den Outfits der 16 Mannschaften zu erkennen war, die sich aus aktiven und ehemaligen Fußballern aus der Fleming-Region zusammensetzten. Macht immer wieder Spaß, alle sagen sich, die treffen sich hier immer im Jahr zum Fußballspielen, zum Quatschen, sich einfach wiederzusehen, das ist eine tolle Sache. Der letzte Ernst fehlt und das ist das Schöne daran. Wir spielen 4 Vorrundengruppen, a 4 Mannschaften, da hat jede Mannschaft 3 Spiele, das geht über 10 Minuten. Dann hat jede Mannschaft, ist ungefähr bis um 3:30, 4, dann hat jede Mannschaft 3 Spiele gemacht und dann wird live in der Halle das 8. Finale los und ab da ist K.O.-System und wer dann verliert, scheidet aus. Und so gestalten sich dann noch 16 Spiele bis zum Finale, was so gegen 19 Uhr ist und da wird dann der Sieger ermittelt. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wird von den Turnierveranstaltern immer gespendet. In den vergangenen Jahren konnten sich die Kita Spielkiste, der Kinoförder sowie der Freibadverein in Treuenbrietzen freuen. In diesem Jahr geht das Geld in den Treuenbrietzner Ortsteil Schlarlach. Dort soll ein Kinderspielplatz wieder aufgebaut werden, nachdem die alten maroden Geräte abgebaut werden mussten und die Fläche nun brach liegt. Vor allem die Mütter im Ort haben sich für einen neuen Spielplatz stark gemacht. Die Gemeinde gibt ein bisschen Geld und wir haben in Schlarlach eine Stiftung über die Windräder. Die gibt ein bisschen was dazu, sodass wir hoffentlich im halben Jahr wieder einen Spielplatz haben, so wie er vor 3 Jahren mal Dahlstand hat. Also eine Schaukel, eine Wippe und eine Rutsche. Die Mannschaften selbst gingen natürlich auch nicht leer aus. Die Mannschaft, die gewinnt, kriegt immer einen Pokal, den sie behalten kann und dann den großen 80 cm großen Wanderpokal. Und die 2 besten Einlaufchoreografien werden mal prämiert mit einem Fassbier. Am Ende kamen rund 2000 Euro zusammen. Übrigens, den Sieg erspielte sich die Mannschaft Tottenham Hotspurs aus Treuenbrietzen. Sie besiegten im Finale den AFC Wimbledon mit 1:0.